Herzlich willkommen zum Sommermeeting an diesem Ferragosto-Wochenende. Auch an diesem Doppelrenntag erwartet uns Pferderennen vom Feinsten. Der erste Renntag steht an diesem Hoch unser Frauentag im Zeichen der Stuten. Im Preis Dame Meran kämpfen 11 Starterinnen aus 5 verschiedenen Nationen um den Sieg. Los geht's! Sie waren heute bei der Rennplatzführung dabei. Wie hat Ihnen diese Führung gefallen? Sie war sehr interessant. Wir sind das erste Mal auf einer Rennbahn und haben viel erfahren, vor allen Dingen mal die Größe der Hindernisse festzustellen. Denn wenn man direkt davor steht, ist es schon sehr imposant, was solche Pferde leisten dann. Woher genau kommen Sie? Sie sind Gäste aus Deutschland, oder? Genau, wir sind Gäste aus Deutschland, aus Sachsen. Meran, die Stadt an sich, wie gefällt sie Ihnen? Das Klima ist sehr schön, die Berge sind einfach traumhaft, die Almhütten, ja, wir sind sehr begeistert hier. Zar su questo percorso da un capo all'altro sul suo terreno, Power Zar da cima a fondo vince il cross country, apre il pomeriggio di Merano, secondo è Silver Tango, terzo Amaranthus. Poi Clermont e peut-être ici, cavalli che si allungano nella fase conclusiva con Clermont che prova a risalire per le linee interne. Clermont perviene l'attacco anche Passito adesso dall'allungo, tre cavalli in aperta lotta con Passito all'esterno di tutti, di giustezza, Passito vince! Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg mit Passito, Diego. Das ist heute ein doppelter Feiertag für dich, oder? Das ist heute wirklich ein Feiertag. Ja, heute ist ja, das Ross von Tyler Paolo wirklich super. In Start habe ich mir kurz gedacht, wo ich ihn kurz verwuschen habe. Aber nein, heute ist wirklich von hinten super, perfekt. Also der Paolo hat sehr gekämpft, er ist gleich nachgeritten. Und am Ende hat es kurzes Ausflug, als ob er Zweiter oder Dritter wird, aber er hat alles gegeben und ist super geritten. Ja, heim Gott sei Dank, wie schon gesagt, der Paolo und der Passito, heim haben sie wirklich alles gegeben und das ganze Lob geht an ihm und an Simone Pognati für den Training, wirklich super. Prende vantaggio, adesso accelera Azzurro Cobalto su Full of Flying, poi North Sea Star con Azzurro Cobalto che acquisisce sempre maggior vantaggio e Azzurro Cobalto stacca sicuro e vince. Azzurro Cobalto davanti. Schönen guten Nachmittag, Herr Kerkesch. Sie sind heute mit Ihrer Stute Light My Fire hier in Meran angereist. Welche Chancen sehen Sie jetzt im Thermenpreis für Ihre Stute? Also wir waren letztes Jahr Dritte in dem Rennen und dieses Jahr hat sie toll gesteigert und hat sie auch schön ein Listenrennen in Mailand gewonnen. Und bei letzter Start war sie Dritte in einem Gruppe 3 Rennen.
hinter den Stecks. Und diese Stecks läuft auch heute hier, wird sicherlich ein sehr guter Gegner. Und ja, die Bodenverhältnisse sind ein bisschen günstiger für uns heute mit Regen und so. Also wir erwarten von sie ein sehr gutes Lauf und schauen wir mal. Cavalli che sono in fondo con la favorita Stex che si sottrae con grande forza e Stex viene a vincere una bella corsa. Stex sul palo, netta. Herr Barth, Ihre Stute Stex hat soeben überlegen den Preis der Terme Meran gewonnen. War das zu erwarten? Welche Hoffnungen hatten Sie vor dem Rennen in die Stute? Hoffnung ja, weil der Mailänder-Sieg war sehr stark gewesen. Aber ich wusste nicht genau mit dem Boden. Es hat ja die letzten Tage ein bisschen sehr geregnet. Und da war ich ein bisschen unsicher mit dem vielen Gewicht. Ich wusste aber, wir müssen wieder vorne gehen. Das war alles schon so ein bisschen kalkulierbar. Erwartet nicht, gehofft ja. Okay. Dann war das die Order, Startziel. Naja, der Jockey muss natürlich gucken, wie sich das Rennen entwickelt, falls doch einer mal eine Taktik ändert oder so. Er kam im Führing an und meinte, er hat mit Trainer gesprochen und er weiß eigentlich alles. Ich sage, kein Problem, du bist der Jockey, ist dein Job. Sind Sie das erste Mal hier am Pferderennplatz Meran? Wie gefällt es Ihnen bisher? Zum zweiten Mal hier. Erste Mal bei Ende Dezember letzten Jahres bin ich mit meiner Partnerin hier rumgelaufen. Wir konnten nicht rein, wir wären gerne rein, aber war natürlich alles zu. Wir waren in Urlaub hier und mögen diese Gegend sehr und ich hatte im letzten Jahr eigentlich schon überlegt, gehabt, hat den Trainer gesagt, dieses Rennen hier gefällt mir eigentlich ganz gut und dann war aber ein Rennen in Hoppegarten in Berlin vor der Haustüre, hatten wir uns dafür entschieden und dieses Jahr ist aber ja, schön, die Rennen in Italien zu haben, auf dieser Ebene. Prima linea, in lunga progressione c'è anche Storm Part, poi può succedere per le linee interne, poi ancora all'esterno Orné, cavalli in fondo con può succedere che accelera, può succedere sul palo, vince la TQQ. Wir sehen uns nach einer kurzen Werbung gleich wieder mit dem zweiten Renntag und dem ersten Haflingerrennen der Saison. Bis gleich. Naturverbunden, bodenständig. Eichner Invest, das Familienunternehmen aus dem Sarntal. Seit über 20 Jahren realisieren wir Ihre Wohnträume. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Renntag dieses Sommermeetings. Beginnen wir auch gleich schon mit einem Highlight, dem ersten Haflingerrennen der Saison. Los geht's! Schönen guten Nachmittag, Christoph Zöckeler. Du bist heute stellvertretend für den Südtiroler Haflinger Sportverein hier. Wir haben das erste Haflingerrennen der Saison gehabt. Wie glücklich seid ihr als Besitzer, Reiter und Trainer, dass es jetzt auch mit den Haflinger endlich hier am Pferderennplatz Meran wieder losgeht? Ja, super. Einfach perfekt, dass wir wieder getroffen haben, starten. Überglücklich alle und hoffen wir, dass wir können weitermachen, die Saison beenden. Normalerweise beginnt die Saison für den Haflinger ja am Ostermontag. Das ist früher alles nicht passiert. Jetzt geht es im August los. Jetzt haben wir jeden Sonntag Rennen. Seien die Reiter schon alle bereit, die Pferde fit oder wie schaut es aus? Ja, einige sind ziemlich fit, einige brauchen noch ein bisschen, aber wir hoffen, dass wir es durchziehen. Du hast selber ein paar Pferde im Training. Wie lange trainierst du das schon? Oder habe ich auch erst angefangen jetzt mit dem Training? Ich habe zum Glück zwei fleißige Gitschen, die was wir trainieren. Und ja, wir sind jetzt schon ein bisschen dabei, aber halt, ja, hoffen wir, dass es geht.
das erste Haflingrennen der Saison 2020 hat soeben die Debuti überlegen gewonnen. Die Rita Zöckler ist im Sattel gewesen. Rita, hast du dir das so erwartet, dass die Debuti gleich wieder so gut losstartet? Nein, erwartet kann man sich nicht. Wenn man das erste Rennen fährt, dann weiß man auch nicht, wie sie drauf ist. Hat man sie schon in Form? Wie ist die Konkurrenz? Ist halt schwierig zu sagen vor dem Rennen. Jetzt die Debuti geht auf die kurzen Distanzen gut und auf die langen auch. Sie ist schon einfach super aus, oder? Dein Liebling? Sie ist recht unkompliziert. Sie hat auch ihre Faxen, aber gut, ja. Was sind denn eure Ziele für die weitere Saison noch? Du, ein bisschen vorne mit dabei zu sein und das Beste rauszuholen. La difesa sull'attacco di Nuit Silencieuse e Kayodama, le due debuttanti che si profilano all'esterno. La lotta si protrae anche ai 100 finali. Eichel su Nuit Silencieuse, Eichel e Nuit Silencieuse e la stoccata di Nuit Silencieuse sul palo. Accelera il vecchio glorioso punta di diamante dalla stoccata e risolve la partita. Con un'accelerazione importante sulla curva, sull'ultima in vantaggio, Live Your Life, 150 dalla conclusione, Live Your Life prova a respingere l'attacco degli avversari, Live Your Life è ancora in vantaggio, ma scatta Der Bessanoir hat jetzt endgültig mit diesem Sieg seine Klasse A im Merando bewiesen. Ein super Pferd, gratuliere Josef. Dankeschön. Ich glaube, ich bin wirklich ein super Pferd, weil das letzte Mal, wenn er einen Schuss gemacht hat, bin Gruppe 1, so muss er hervorragend gegangen, gleich bei der letzten Hürde, der Pech gehabt zu fallen. Aber auch heute bei den kurzen Rennen, was nicht seine Distanz ist, glaube ich, hat er gesagt, oben in der Kurve, da soll ich hinten gewesen und dann so aufgeholt. Ich glaube, das ist wirklich top, wenn er gesund bleibt. Das ist wirklich top. Also war da rein Pisa bewiesen, wenn er mit Anna King Sommer mit den Besten mir gegangen hat. Da ist wirklich super Pferd. Jetzt hat sich gestern leider sein Stalljockey, der Josef Bartosch, verletzt. Und deswegen ist Heinz Alessio Polioni geritten. Hat er es gut gemacht, oder? Ja, logisch, er hat es wunderbar gemacht. Er hat auch gestern in Zanini super geritten. Und heute ist auch nicht so einfach für ihn, weil der Bartosch jetzt vielleicht gekannt. Von mir ist er viel zu langsam gegangen. Das Rennen hat viel, viel schneller gemacht sein. Ich habe sowieso schon gedacht, ich habe mir oben alles verspielt. Aber er hat super geritten und perfekt gegangen. Farone in vantaggio nei confronti di Polo Sud che ritorna, poi Global Myth, poi ancora Enigma Code, Cool Climate. La lotta è molto serrata con Global Myth, Global Myth e Pharaon ed è Global Myth il 6 che vince. Nächste Woche erwartet uns erneut ein Doppelrenntag und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, entweder hier direkt am Ferienplatz Meran oder um 18:30 Uhr jeden Montag auf SDF. Auf Wiedersehen.